So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Start der Aufnahme hier beim Rennen von China. Ihr habt nichts verpasst, es war noch kein Rennstart, sondern einfach nur mal gerade die Aufnahme neu gestartet, weil ich eigentlich kein Signal hatte und deswegen mein Aufnahmegerät mal kurz abklemmen musste. Jetzt ist alles okay, jetzt können wir gleich starten. Wie gesagt, ihr habt null verpasst. Alles gut. Passt. Gut, dann würde ich sagen, starten wir. Vergiss nicht, auf der Strecke bis Kurve 1 innen zu verteidigen. Vor allem mach dich regen. So breit wie möglich. Fahr robust, so verregnet. Das ist so ein bisschen mein Problem. Das ist zumindest so die erste Herausforderung. Moment. Der Hamilton greift schon an. Ich bin eigentlich auf der sauberen Linie gewesen. Jetzt müsste ich eigentlich doch besser von der... Und Ray könnte ich auf der 3, er hat zumindest mal den Rosberg geholt und zumindest wir jetzt wieder Erster. Nachdem der Start doch ein bisschen verpinnt wurde. Das heißt, sie hatten nur das Training und das Q3 getroffen. Und das heißt, wir haben einen Regenrennen. Zumindest voraussichtlich erstmal. Ja, schauen wir mal. Funktioniert. Ich muss jetzt komplett umbauen und denken. Ich hatte eigentlich auf dem Talk das Rennen spekuliert. Sie müssten nicht so. Es wären spannende 14 Runden hier bei China. In China. Im Rennen. In China. Bei einem großen Preis, ja. Der Rosberg hat sich den Weltkrieg jetzt gleich schnappen. Schade. Hamilton kommt da momentan. Okay, jetzt ist der Rosberg vorbei. Ah, diese scheiß Pylone. Das 53-1 ist die erste Runde schon mal überstanden. Diese Bedingungen bereiten allen Probleme. Gib dir Mühe, den Grab zu finden. Der Hamilton. Es hat der Rosberg den jetzt. Ah, gut. Wir müssen uns damit abfinden, wenn man Weltmeister werden will, muss man in allen Situationen klarkommen. Und ja, schauen wir mal. Wir nehmen sie an. Und dementsprechend sind sie Meister. Es wird definitiv kein einfaches Rennen. Der Abstand zumindest wechselt und sich direkt die ganze Zeit dran hängt. Ich bin schon Rennen gefahren, leider teilweise im Regen, Runde für Runde aufgeholt. Und zwar deutlich aufgeholt. Aktuell ist es nicht der Fall, aber ist der Rückgang aktuell wieder zwei zurückgefahren? Das ist auch schade. Aber gut, der Abstand wächst. Ich weiß jetzt leider nicht, wie die Strategie aussieht. Hätte ich gerne mal kurz gesehen. Runde 7. Oh, 48-1. Das ist eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen. Du gewinnst ordentlich Abstand zum Wagen hinter dir. Aktueller Vorsprung knapp ist 7 Sekunden auf dem Weg zum dritten Saisonsieg.
wäre schön, wenn wir den holen würden. Wäre auch schön, wenn der Rosberg sich den Himmel krallen würde. Und Kimi ist momentan da auch dran. Das ist auch kein schlechtes Ergebnis. Also den Kimi hätte ich gerne auf der 2. Aber ich glaube, den wird sie jetzt mit dem Kopf vorbeikommen. Und ich glaube, Rosberg eher als auf der Mitte. Sekunden. Also der Abstand wächst deutlich. So, 4 Runden müssen wir rein. Wie gesagt, die komplette Erkenntnis aus dem Training ist über den Haufen geworfen. Wo ich hier wirklich 11-12 Runden gefahren bin mit den harten. Das heißt, ich hätte wirklich ganz spät das stoppen müssen. Oder ganz früh, ja. Oder eigentlich nicht. Wenn ich mit den Weichen gestartet wäre, mit den harten Bequemen durchfahren können. Aber gut. Das ist ein verregnetes Rennen. Die Erkenntnis gibt es nicht. Nur ich weiß, ja gut, ich weiß nicht, wie es aussieht. Ich bin, ja, das wird so trocken, weil es sind jetzt immer noch 10 Runden. Von daher. Zumindest der Abstand, der wächst immer noch weiter nach hinten, aber wie gesagt, in 10 Runden kann viel passieren noch. Zum 3. Ah, das liegt mir gerade so ein bisschen. Vorne fängt es sich an, schon ein bisschen abzunutzen. Noch nichts Dramatisches, aber trotzdem. Nein, die Reifen will ich nicht ändern. Die sind okay so. Ach man, nach unten und nicht nach rechts. Mal kurz. Die Bremse ein bisschen nach hinten zu stellen, dass ich mir zumindest mal meine Vorderreifen geschont bekomme. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht, dass die aber sich jetzt so wirklich rapide auflösen. Gut, aber das liegt daran, dass ich gebrauchte fahre. Aber schon. Die Bremskraftverteilung auf die Hinterreifen stehen. Oder der Reifen ein bisschen geschont bekommen, aber die nutzen sich ja wirklich jetzt in den nächsten 1-2 Runden wirklich mega ab und schwarz auf dem Bild, fast gelb. Jetzt ist er noch gar nicht. Kannst du nicht ewig mit Mischung 3 fahren, aber für kurze Zeit sollte es dir möglich sein, etwas mehr aufzudrehen. Ja, brauche ich allerdings nicht. Ich muss eher wahrscheinlich die Reifen auf Schonen setzen. Ich meine, wie gesagt, der Abstand ist groß. Aber trotzdem. Die Rundenzeiten sind okay. Ja, ich glaube, es hilft gerade so ein bisschen, dass wir die Vorderreifen entlastet werden. Dass der eher tatsächlich die Hinterreifen jetzt geht. 2-3 Runden würde ich gerne noch fahren.
wirklich daran bedacht, ein bisschen zu schonen. Jetzt geht's. Nicht mehr so schnell am Anwuchsen. Aber das muss ich definitiv noch ein bisschen im Auge halten. Das muss ich im Auge halten. Ich achte jetzt ein bisschen mehr auf meine Reifen, auf den Abstand. Der Abstand sollte eigentlich wirklich stark wachsen. Aber ja, doch, es geht. Es funktioniert. Funktioniert. 24,2. 27,4 auf Rossberg. Das ist gut. Sollte eigentlich sogar fast für zusätzlichen Stopp reichen, aber es muss nicht sein. Die Hälfte haben wir jetzt zumindest mal. Ja, die Umstellung der Bremskraftverteilung, die macht sich bis jetzt zumindest noch nicht bemerkbar. Du gewinnst ordentlich Abstand zum Wagen hinter dir. Schöne Info, ein Auto ist raus. Ist leider nicht der Hamilton hinter mir. Die Hälfte des Rennens hinter mir. Ich bin noch ein bisschen, aber jetzt noch ordentlich was zu fahren. 26,0. Diese, da ist alles weg. Denkt an, diese Runde an die Box zu kommen. Ja, ja, Moment. Ich versuche noch zwei Runden. Ich habe eine Verwarnung in der Streckenüberschreitung. Ich habe sie doch nicht mehr wirklich groß überschritten. Ich habe nicht groß abgekürzt, daher ist nur ein kurzes Duo. Nee, nee. Noch ein bisschen. Letzte Runde für unser Boxenstoppfenster. Nicht jetzt. Die Reifen sehe ich jetzt zumindest gleich. Das ist krass, wenn ich bei einer ausgeglichenen Bremsverteilung komplett vorne erstmal blank fahren. Ich fahre ja auch nur noch auf Schulen. Ich fahre ja nicht mehr wirklich voll. 6 Runden haben wir noch. Oh, es fängt aber böse abzurutschen gerade. Zumindest hinten. Du musst diese Runde reinkommen. Ich muss, glaube ich, die Bremsleitverteilung wieder ein bisschen umstellen. Denn mir komplett wieder zu würden. Ich glaube, jetzt geht es tatsächlich schon. Geht jetzt wirklich jetzt gleich kaputt. Das ist total normal ausgewogen. Vielleicht kriege ich noch eine Runde hin. Ja, ich glaube nicht. Nee. Nee, machen wir nicht. Sicherheit, die fordert sich doch nicht an. Bis Zeit. Oh! Moment, entweder war der Hamilton drin oder der ist wirklich zurückgefallen. Ja, ich glaube, der Hamilton war einfach drin, schon in der Box. So, die Zeit kann ich jetzt gerade benutzen, ein Stückchen zu trinken.
ne? Also vom Abstand her soll das kein Problem sein. Okay, bleib so hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Ich glaube, es war wichtig, nochmal eine Runde zu fahren, dass wir jetzt eigentlich kein Problem mehr haben dürfen. Das gleiche Spielchen quasi nochmal und dann passt es. So, wir haben 5 Runden noch. Na doch, der Helmut war einfach nur in der Box. Ich sehe, die sind noch nicht mal hinter uns auf den Geraden zu sehen. So weit ist der Abstand schon nach hinten. Vier Runden noch. Wir fahren also quasi direkt unserem dritten Saisonsieg entgegen und hätten dann zumindest 24 Punkte Vorsprung aktuell auf Lewis Hamilton. Und da kommen schon die ersten Berundungsfahrzeuge. Kann ich aber auch relativ entspannt jetzt das Ding hier zu Ende fahren. Und dann kann ich auch schon mal so einen kleinen Ausblick auf das nächste Rennen wagen. Und das wird zumindest das erste Flutlichtrennen dieser Saison werden. Von dreien. Wir fahren nämlich nach Bahrain. Sehr schönes Rennen. Ja. Eine sehr schöne Strecke. Und schauen wir mal, was da geht, ne? Danach kommt Spanien. Monaco. Und danach Kanada und Österreich. Das sind so die nächsten 4, 5, 6 Rennen. Kaum nach Österreich kommt Spanien, Belgien, Italien, Singapur. Mexiko, USA. Brasilien, aber da kann das so die Richtung, die Reihenfolge sein. Oder habe ich da irgendwo eins vergessen? Ja, Russland habe ich noch nicht vergessen. Seine Rundenzeiten sind 3 Sekunden langsamer als deine. Russland kommt, glaube ich, noch vor den USA. Aber gerade auf Mexiko, da freue ich mich schon. Die Strecke bin ich noch nicht gefahren. Das wird für mich auch absolutes Neuland sein. Die habe ich im Fernsehen mal gesehen, aber das war's auch.
Stevens. Der Abstand reicht nicht für die RS. Ja, gut, der spielt mit und lässt uns da ohne Probleme ziehen. Sehr gut. Aber die sind jetzt noch gut zwei Runden. Also zwei auf den Rest von dieser, also na, zweieinhalb Runden noch. Reifen sollte es eigentlich keine allzu großen Probleme geben. Wirklich an zwei jetzt ein bisschen leichter zu nutzen, aber wie gesagt, dadurch, dass es noch ungefähr 2,5 Runden sind, sollte es kein Problem sein. Und dann war es doch ein relativ spektakulärer Grand Prix, den ich jetzt hier nicht unnötig spannend machen will. Vorletzte Runde. Noch mal eine schnellste Runde. Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran. Und jetzt haben wir ja eine... eine ganz große Gruppe. Nächstes Pastor Maldonado. Dann dachte der nächste sauber sein. Dann hat er bestimmt Eriksson. Das ist ein Ziehen. Nase. 16. Aber. Ah, und dann haben wir einen Blick auf die Vorderreifen wechseln. Aber nur auf die Vorderreifen gucken. Hier sind wir ohne Probleme vorbei. So, jetzt haben wir eine Dreiergruppe hier vorne. Ja, die sind das jetzt Eriksson wahrscheinlich und die beiden Honda. Und dann geht's jetzt gleich in die letzte Runde. Allerletzte Runde hier beim Großpreis von China. Wie gesagt, den Ausblick habe ich ja schon vor ein paar Runden gesagt. Nächste Grand Prix, nächste Woche am Freitag. Ist jetzt aktiviert. Geht ja nicht mit Bahrain weiter. Vielleicht ja mal Freitag, Samstag, Sonntag hoch. Also müsst ihr euch doch mal 5 Tage gedulden, bis es dann hier mit dem nächsten Rennen weitergeht. Nein, ich beginne noch nicht die Abmoderation, sondern dann erst beim Menü nachher sind. Nächste Auto vorbei, ohne Probleme. Das ist ein Zülkenberg. Die nächsten beiden. Ja, da hat er doch den Schwenk gemacht, den ich eigentlich nicht erwartet hatte. Aber hier sind wir vorbei an den beiden.
Das ist jetzt die vorletzte Kurve hier. Du musst deine Bremsen etwas abkühlen. Schone sie etwas in den nächsten Kurven. Braucht man nicht. Und dann haben wir's. Das sind drei Siege in Folge. Einfach unglaublich. Dann lassen wir uns diesmal auch wieder zurecht feiern. Die Tifosi werden mit dem heutigen Ergebnis zufrieden sein. Niemand konnte sich mit den Ferrari messen und sie fahren den Sieg ein. Nach all der Spannung wäre es verrückt, wenn sie das nächste Rennen verpassen würden, aber den Fehler machen sie nicht. Wir hoffen, sie wiederzusehen, also bis dann. So, 25 Punkte gibt's für uns. Wie sieht die Reihenfolge? Auch Lotus holt Punkte. Den hat seine Männer erwischt. Ja, du, okay. Ricciardo hat's erwischt. Honda ganz knapp vorbei an den Punkten. Button wieder mal vor Alonso. Am Ende knapp 2,5 Sekunden. Bis Nico Hülkenberg haben wir dann am Ende alles überrundet. So. Kurz mal auf den Fahrer-WM-Stand. 24 Punkte haben wir Vorsprung, 75 haben wir aktuell. Hamilton mit 51, mit zwei zweiten Plätzen und einem dritten Platz, wenn ich es richtig gerechnet habe. Kurz mal auf die Konstrukteursweltmeisterschaft, da haben wir einen Vorsprung von 27 Punkten. Also, wie gesagt, noch alles ist offen in dieser Saison. Kurz mal auf den Start, den habe ich ein bisschen verpennt, wenn ich ehrlich bin. Da war der Hamilton mal kurz vorbei. Aber als ich dann hier doch daneben war, hier war ich schon vorbei, bin ich außen vorbeigefahren. Und ja, dann war es hier schon quasi entschieden. Ja, und dann danke ich euch fürs Zusehen beim spannenden Rennen hier beim großen Preis von China. Wir sehen uns wieder in Bahrain in 5 Tagen. Und bis dahin würde ich sagen, bye bye und tschüss.